Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Oktober. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Genauere Erläuterungen zu den allgemeinen Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir bei Bedarf auch gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Oktober für dich hat. Ja, mein lieber Skorpion, wir starten wie immer beim Monatsanfang. Dann schauen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des Oktober auflösen kannst. Und dann schauen wir wie immer noch in zwei Lebensbereiche. Ja, das sage ich auch immer wieder dazu. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist, denn lässt dann bitte einfach ziehen. Ja, wir schauen uns hier Tendenzen an, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, nichts hiervon muss zwingend eintreffen und hin und wieder will das Universum einen auch auf bestimmte Situationen vorbereiten, wo man dann eben auch prophylaktisch handeln kann. Ja, und wir starten jetzt hier beim Monatsanfang. Das kann natürlich auch noch in den September hineinreichen. Die Karten nehmen sie nie so 100% genau mit Zeitangaben, weil Zeit ja natürlich auch sehr relativ ist, ja, und von jedem auch anders empfunden wird. Ja, dann würde ich sagen, starten wir hinein. Hier sehe ich eine Situation, die zeigt sich auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen noch einmal. Es geht hier um eine Person, also das kann jetzt schon stattgefunden haben, muss aber nicht. Ja, also das kann sich hier, können hier auch mehrere Episoden sein. Da geht es um eine Person, mit der du in Kontakt bist, wo du hier irgendetwas ablehnst, also etwas, das für dich jetzt nicht so wirklich vorteilhaft ist, eine negative Energie ablehnst, ja, also wo hier jemand vielleicht versucht, dich zu etwas zu überreden, irgendetwas in diese Richtung und du hast hier schon bestimmte Erfahrungswerte, ja, also das kann ich hier sehen, denn auf deiner Ebene kann ich hier auch sehen, das kann jetzt hier zusammenhängen, also dass wir hier eine Kettenreaktion bekommen von verschiedenen Ereignissen, dass dir hier irgendetwas klar geworden wird, ja, denn dir fällt irgendetwas auf, wo jemand eingegriffen hat, also sich vielleicht auch manipulativ verhalten hat, also ganz tatsächlich, was auch immer hier geschehen ist, mein lieber Skorpion, ich kann dir hier schon mal sagen, das kann man wieder in Ordnung bringen. Also dieser Schaden, der ist absolut reparabel. Ja, also irgendetwas in diese Richtung hat hier stattgefunden. Das kann hier durchaus eben, also ich sehe das hier schon so, dass das den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen hier hauptsächlich betrifft. Ich habe diese Energie aber auch im privaten Bereich gesehen und finanzielle Thematiken beispielsweise finden wir ja auch im privaten Umfeld immer wieder. Also kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so etwas in diese Richtung sein könnte. Also nur um ein Beispiel zu nennen, ja, das kann bei jedem natürlich ganz anders aussehen.
Wichtig ist, also du hast offenbar bei dieser Person schon so ein Gefühl, ja. Und wenn hier jemand auf dich zukommt mit einem bestimmten Anliegen, schau dir das bitte einfach ganz genau an. Im schlimmsten Fall hast du einfach Klarheit darüber und alles ist in Ordnung. Und wenn, also ich meine, im schlimmsten Fall unter Anführungsstrichen natürlich gemeint. Und an sich kannst du hier etwas erkennen, aber es liegt anscheinend auf der Hand, ja. Also irgendetwas wird hier abgelehnt. Schauen wir in die Außenschau. Also wir betrachten deine Situation ja auch immer einmal von außen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und hier kann man sehen, dass hier irgendeine Problematik ausgelöscht wird, ja, ausradiert wird, ja, eine, vielleicht auch eine für dich ein Neubeginn entsteht, für den du selbst sorgst, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier vielleicht darum geht, das hier in Ordnung zu bringen, wo hier jemand eingegriffen hat oder sich vielleicht auch eingemischt hat, ja. Also das ist schon eine sehr schöne Energie hier, also dieses Problem auflösen, ja. Das wird nicht verdrängt, sondern wirklich geklärt, aufgelöst und ist dann auch wirklich verschwunden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut, auch für deine weitere Zukunft. Schauen wir jetzt mal in die Blockaden, die sich hier im Oktober zeigen. Da das hier eine Monatslegung ist, können das auch größere Themen sein. Diese Blockaden können auch mehrfach in der Legung aufscheinen. Sie müssen nicht zwingend aufscheinen. Bei manchen Themen geht es auch einfach darum, dass sie dir bewusst werden sollen, um dann schon in die Auflösung gehen zu können, ja? Und wir wollen jetzt natürlich erfahren, worum geht es hier? Was stellt sich denn quer? Was soll hier aufgelöst werden? Dann starten wir gleich auf deiner Ebene und hier können wir sehen, dass etwas Neues ansteht. Ja, das kann ein neuer Kontakt sein, eine neue Erfahrung, ein Neubeginn. Es ist wirklich etwas Neues. Also das ist ganz eindeutig und das ist auch etwas, das dir Freude bereitet. Ja, also das schon für dich wichtig ist. Vielleicht ist das auch diese Thematik, wo hier jemand eingegriffen hat, dass es hier zu einer Verzögerung gekommen ist und jetzt und das hier jetzt ein bisschen warten muss. Was ich hier einfach auch sehe, ist, dass etwas Neues im Laufe des Oktober für dich ansteht. Und das ist in jedem Fall positiv. Ja, also ganz, ganz eindeutig. Dann haben wir hier noch ein Thema. Und hier geht es um Kommunikation, ein Kommunikationsproblem, eine Kommunikationsblockade. Die habe ich hier schon wahrgenommen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Die soll hier auch gelöst werden. Also kann hier sein, dass es um Missverständnisse geht, dass es wichtig ist, ja. Also wenn dir hier ein bestimmter Kontakt in den Sinn kommt, ja, wo du sagst, ja, irgendwie ist das eigenartig? Da kann es sein, ja, dass man vielleicht, wenn man schriftlich, also wenn man beispielsweise über ein Chatprogramm miteinander kommuniziert, dass man ein Wort überlesen hat, ja, also wenn man ein Nicht im Satz überliest, dann ergibt der Satz am Ende natürlich einen ganz anderen Sinn. Also nur um hier auch ein Beispiel zu nennen, das greifbar ist. Irgendeine Kommunikationsthematik soll hier geklärt werden. Und ich glaube aber auch, dass sich das mehrfach zeigt. Weil ich vermute, diese Person hier, die wir zu Beginn der Legung gesehen haben, da geht es auch um so eine Thematik. Ja, also im Bereich der Kommunikation soll sich hier bei dir etwas verbessern, ja. Also das stellt sich aktuell noch etwas quer und das soll hier gelöst werden. Dann haben wir hier noch ein zwischenmenschliches Thema. Wir schauen uns immer eine Blockade an, die wirklich konkret mit anderen Personen zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich immer offen. Da kann das natürlich, können auch zwischenmenschliche Themen aufscheinen, müssen aber nicht. Hier auf jeden Fall geht es darum, dass du dich
aus einer Situation befreien wirst. Ja, geht es um eine Erleichterung im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, also irgendetwas ist hier los. Vielleicht fühlst du dich hier auch irgendwo blockiert oder irgendwo zu etwas verpflichtet, das du nicht mehr möchtest. Also Befreiung steht hier auf jeden Fall an, ist zum Monatsanfang, ja, ist noch blockiert. Da habe ich auch schon, wie gesagt, da habe ich auch schon eine Idee, wann sich das hier lösen könnte. Kann auch mehrere Verbindungen betreffen, denn oft ist es so, dass sich in einer Verbindung eine Thematik zeigt, die löst man dann und kann das auch in anderen Verbindungen auflösen, ja, sollte es sich dort auch zeigen. Also das, also ein positiver Rundumschlag sozusagen. Ich bin hier schon sehr zuversichtlich, ja, was diese Blockaden hier betrifft, dass du die alle sehr, sehr gut auflösen kannst. Wir starten jetzt im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten und wir schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Ja, eine Sache noch, es ist nicht zwingend notwendig für diesen Abschnitt berufstätig zu sein. Hier kommen auch die Finanzen hinein, hier kommt auch die Berufung hinein, die muss nicht zwingend der Beruf sein, die Bestimmung, ja, materielle Themen. Und hier können sich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, natürlich auch private Verbindungen können sich hier natürlich auch zeigen. Dann ja, würde ich sagen, wir starten im ersten Monatsdrittel. Im Einzelfall können sich diese Drittel auch vertauschen. Üblicherweise läuft es chronologisch ab. Ja, und das Thema, das sich hier zeigt, ist, dass bei einer Person die Maske fällt. Also du wirst das wahre Gesicht einer Person erkennen. Das, ja, wird vermutlich jetzt bei den meisten nicht so erfreulich sein, aber ich schließe nicht aus, dass es hier vielleicht auch positive Überraschungen gibt. Jemand hat dir hier etwas vorgemacht. Ich vermute einfach, also ich habe es auch ausgetestet, dass das hier zusammengehört, ja, dass du hier erkennst, wie eine Person in deinem Feld wirklich ist. Und das hat hier zu tun mit einer finanziellen, beruflichen Thematik, ja, in diesem Bereich. Das kann auch jemand sein, mit dem du vielleicht zusammengearbeitet hast. Oder es geht um irgendein finanzielles Thema im privaten Umfeld, wo hier plötzlich etwas ans Licht kommt oder wo du hier plötzlich erkennst, wie diese Person wirklich drauf ist. Ja, da geht es auch um das Thema Kommunikation. Du brauchst hiervor keine Angst zu haben, mein lieber Skorpion. Das ist hier auch, das geht hier mit bei dieser Befreiung, was das Umfeld betrifft. Das ist wichtig, dass das ans Tageslicht kommt. Und das ist nicht alles, was sich hier im ersten Drittel zeigt. Das ist hier wirklich ein sehr bunter Monat für dich. Wir haben hier auch auf deiner Ebene den Hinweis, dass hier verschiedenste Dinge ins Rollen kommen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bei manchen auch vor allem die Berufung betrifft, ja, die Bestimmung, dass du hier einem Wunsch folgst, den du umsetzen möchtest. Irgendetwas gerät hier in Bewegung, etwas, über das du länger nachgedacht hast, wo du plötzlich beschließt, so und jetzt mache ich das, ja. Weil es liegt auf deiner Ebene und wir haben hier auch diese Blockade, wo es um dieses Neue geht. Da habe ich ein sehr starkes Gefühl, dass das hier auch zusammenhängt, ja, dass du hier einfach sagst, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. Ich will das jetzt wissen. Und das ist natürlich auch immer wichtig, diese Erfahrungen zu machen, denn dann weiß man es auch. Wir haben hier noch ein zwischenmenschliches Thema, das sich hier zeigt. Und hier geht es um eine positive Verbindung. Also wir haben ja üblicherweise mit mehr als einer Person zu tun, ja. Und hier zeigt sich noch eine positive Verbindung, die dir hier einiges, die hier auch Licht auf einige Bereiche wirft, ja, wo du nicht ganz zufrieden bist im Zwischenmenschlichen. Und
Diese Verbindung hier oder dieser Kontakt hier, der trägt auch dazu bei, dass diese Blockade auch fallen kann, wo es um diesen Freiheitsdrang geht, den ich hier wahrnehmen kann. Ja, irgendetwas wird dir hier klar durch diese gute Verbindung. Vielleicht ist das eine Kooperation, eine positive Zusammenarbeit. Ja, irgendetwas Schönes sehe ich hier auf jeden Fall. Auch ganz eindeutig. Und ja, also wie gesagt, bei dieser einen Person, das ist einfach wichtig, dass das ans Licht kommt, weil diese Person ist so. Und das ist immer besser, man weiß es, als man hat so jemanden über einen zu langen Zeitraum an der Seite. Ja, also nur, dass wir das hier auch noch gesagt haben. Und wir schauen jetzt mal in die Monatsmitte. Und hier kommt jetzt die Herausforderung auf dich zu. Es geht hier jetzt nämlich ganz eindeutig um diese Blockade. Also das ist hier anscheinend sehr wichtig, dass du dich hier, befreist. Was bedeutet, es geht hier um einen Kontakt, mit dem du zumindest finanziell oder in finanziellen Belangen zu tun hast. Denn hier kann man sehen, hier fühlst du dich irgendwo gefangen. Ja, also das muss sich auch nicht über die gesamte Monatsmitte ziehen. Das möchte ich nur kurz einwerfen. Das kann auch ein Tag sein. Ja, an einem Tag kann das stattfinden. Es geht ja auch darum, dass du eine andere Perspektive einnimmst, ja, denn wichtig ist zu erkennen, dass es hier auch andere Möglichkeiten für dich gibt und dass dieser Käfig hier verlassen werden kann, ja, also das beschäftigt dich hier auch in der Monatsmitte und wichtig ist auch zu erkennen, hier geht es auch darum, dass du nicht Teil hiervon bist. Ja, also dass jemand anderes oder dass es hier darum geht, mit jemand anderem vielleicht zusammenzuarbeiten oder dass du diese Person eigentlich gar nicht benötigst, ja, also im Sinne von Finanzen, Beruf, Berufung. Also es kann auch eine Zusammenarbeit sein, die sich sehr, sehr beklemmend anfühlt. Und hier soll sich etwas verändern, ja, und das ist hier in der Monatsmitte. Da soll sich dann zeigen, was hier los ist. Und sobald du klar erkennst, was man hier oder wie sich das Ganze aufgebaut hat, dann kannst du auch erkennen, wie du hier herauskommst. Und ich sehe hier auch, dass dir das auffallen wird und dass du hier erkennen wirst, ja, in dieser Konstellation, also oder in dieser Konstellation, da fühle ich mich nicht zugehörig. Für mich ist etwas anderes bestimmt. Es wichtig ist auch, wenn wir hier weiterschauen, ja, also das ist hier ein Thema, das in der Monatsmitte einfach eine große Rolle spielt, dass du das Ganze möglichst auf eine sachliche Ebene bringst, ja, also dieses Thema, ich glaube, das war auch in der Fischelegung, hat sich das auch gezeigt, also das ist ein paar Mal gekommen, jetzt nicht nur im Wasserkollektiv, sondern auch bei anderen, das wird ja eine kollektive Thematik sein, ja, es geht hier darum, versuch diese Sache hier aus einer sachlichen Ebene oder aus einer sachlichen Perspektive zu betrachten. Schau auf die Zahlen, Daten, Fakten, ja, und nicht zu sehr auf die Gefühlsebene. Also das ist nämlich auch wichtig, damit dieses Thema hier nicht überhand nimmt, ja, damit du nicht so lange daran festhältst, ja, denn es passt irgendwo nicht, ja, also diese Zusammenarbeit oder diese Kooperation, vielleicht ist das auch eine finanzielle Verstrickung, die gelöst werden soll, ja, das kann auch sehr schnell geschehen und wichtig ist, dass du dich dieser Sache stellst und ich sehe hier auch, dass du
Also, dass es absolut die Möglichkeit gibt, das hier in der Monatsmitte zu klären. Und wichtig ist eben, dass du das aus einer, ja, kühlen Perspektive betrachtest und nicht auf der Gefühlsebene, weil sich das hier schon sehr drückend auswirken kann. Also wichtig ist auch hier nichts zu persönlich zu nehmen, auch wenn das nicht immer leicht ist, mein lieber Skorpion. Ja, also nichts für ungut, das ist mir schon klar, aber das kann man hier sehen. Also ich denke, das sind hier auch für einige wichtige Informationen für die Monatsmitte. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Monatsdrittel. Ja, und hier können wir sehen, dass hier wirklich, hier hast du viel zu tun. Also das, was du hier zum Monatsanfang beginnst, ja, also das sehen wir auch hier im letzten Monatsdrittel. Also das könnte hier schon ein größeres Projekt sein. Und du bist dieser Sache auch gewachsen. Nur, du musst es hier nicht ganz alleine stemmen. Und das ist wichtig im letzten Monatsdrittel, dass du dir das in Erinnerung rufst. Ja, du musst hier nicht bis ans äußerste Limit gehen. Du kannst hier auf jemanden zurückgreifen. Diese Karte ist übrigens auch in der Krebslegung, wenn ich es richtig im Kopf habe, an derselben Position gefallen. Also solltest du in deinem Profil irgendwo Krebs haben, dann schau da auch gerne mal rein. Die Krebslegung erscheint am selben Tag wie deine Legung. Wann welche Legung erscheint, das findest du übrigens auch immer unten im Infotext, steht immer, an welchem Tag was kommt. Also du kannst hier auf jemanden zurückgreifen, ja. Da bin ich mir sehr sicher, dass es hier um eine Person geht, um jemand in deinem Feld, denn ich habe auch hier den Hinweis im Umfeld, auf der Ebene des Umfeldes, dass dein Umfeld dir dabei helfen kann, schnell voranzukommen, also dich hier irgendwo pushen könnte bei einem bestimmten Vorhaben. Und du kannst hier auf jemanden zurückgreifen, auf mindestens eine Person. Und das ist auch wichtig, dass du dir das in Erinnerung rufst. Ja, also da ist eine Beschleunigung möglich. Ja, das hier ist es einfach wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen. Vielleicht weißt du auch schon, um wen es geht. Ich sehe das hier nicht so sehr als eine finanzielle Rücklage, auf die man zurückgreift, sondern ja mehr auf eine Tätigkeit. Ja, das ist schon mal sehr, sehr spannend, was diesen Bereich hier betrifft. Wir schauen jetzt in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich der Oktober hier tendenziell für dich entwickelt. Wir schauen wie immer auf das gesamte Umfeld. Solltest du neu hier sein, ich lege nicht direkt zum Thema Liebe, ich spreche nur dazu, wenn es sich von selbst in einer Legung zeigt, ja. Denn manchmal geht es auch darum, wir schauen ja immer auf das große Ganze, dass an einer anderen Stelle etwas bewegt werden möchte, damit dann eine bestimmte Tür aufgeht oder damit eine bestimmte Situation entstehen kann. Solltest du auf die Liebe schauen und sich hier zu nichts in der Legung zeigen, bedeutet das natürlich nicht, dass sich bei dir dann nichts abspielen wird im Oktober. Dann haben die Karten einfach keine relevanten Informationen für dich. Ja, das ist auch wichtig zu betrachten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt im ersten Monatsdrittel im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen. Ja, und da haben wir auch wieder gemischte Gefühle, denn zum einen gibt es hier diese Thematik, wo du dich über eine bestimmte Person ärgerst. Und für mich ist das hier ganz klar, dass es hier um diese Person geht, wo die Maske fällt, die wir auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen schon gesehen haben. Hier diese Ausgangssituation. Vielleicht ist diese Person auch sehr unverschämt, könnte ich mir auch vorstellen. Das kommt hier mit irgendeinem unverschämten Anliegen auf dich zu. Wichtig für dich, mein lieber Skorpion, ist, dass du hier einem negativen Grübeln möglichst nicht nachgibst. Versuch im Hier und Jetzt zu bleiben. Versuch bei den Fakten zu bleiben und das Ganze nicht weiter zu spinnen als nötig, ja? Weil
Wir haben hier noch etwas. Ich sehe hier auch auf deiner Ebene, es geht hier sehr viel um Kontakt aufnehmen. Ja, also das betrifft hier vermutlich mehrere Menschen. Ja, da gibt es vor allem, wenn hier etwas ins Rollen kommt. Und bei manchen ist das hier für mich ganz eindeutig die Berufung. Dann ist es auch wichtig, dass diese Verbindung, die dich hier irgendwo erzürnt, nicht zu viel Raum bekommt. Verdrängen sollst du es natürlich nicht, aber es gibt ja auch etwas Positives. Und das haben wir hier liegen. Ich kann mir hier sehr, also entweder lernst du im ersten Monatsdrittel eine Person kennen, also da zeigt sich eine potenzielle gewinnbringende Verbindung, ja, also vielleicht auch jemand, mit dem man zusammenarbeiten könnte, oder eine Verbindung, die für dich persönlich sehr wertvoll werden kann, ein großes Potenzial. Das kann auch jemand sein, den du bereits kennst, ja, und man hier gemeinsam etwas beschließt, was dazu führt, dass hier wirklich sehr, etwas sehr Positives, etwas sehr Großes, etwas, das du dir wünschst, möglich wirst, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier vielleicht auch um dieses Neue geht, also kann wirklich für eine neue Verbindung stehen. Wenn du neue Kontakte knüpfen möchtest, ja, das sage ich auch immer dazu, dann ist es auch wichtig, rauszugehen, präsent zu sein, greifbar zu sein, dass man eben in Kontakt miteinander treten kann. Und wie gesagt, im ersten Monatsdrittel gibt es hier ein großes Potenzial, dass hier etwas dergleichen entsteht. Es kann aber durchaus auch sein, dass das hier diese Person ist, die wir auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen bereits gesehen haben. Ja, also du entscheidest, auf wen du dann den Fokus legst. Ja, das ist auch wichtig. Welcher Verbindung gibst du mehr Raum? Das ist für dich ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Schauen wir mal weiter in die Monatsmitte. Ja, da möchte ich nur auch noch einmal kurz nachsehen. Also hier zeigt sich auf jeden Fall auch diese Thematik, die wir bereits im zwischenmenschlichen Bereich gesehen haben, im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen in der Monatsmitte. Da geht es ja eben auch darum, sich zu befreien aus einer nicht so günstigen Verbindung. Ja, vielleicht eine finanzielle Verstrickung zu lösen. Und das können wir auch hier wahrnehmen. Aber das ist auch wieder nicht alles, was sich hier abspielt in der Monatsmitte. Anscheinend ist das hier ein wichtiges Thema für dich, mein lieber Skorpion. Und das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um geklärt zu werden. Und du hast es wieder in der Hand. Welchem Aspekt gibst du mehr, welchem Aspekt schenkst du mehr Aufmerksamkeit? Ja, das ist wirklich wichtig. Es geht auch darum, dass du dich hier auch darum kümmerst, dass das geklärt wird. Denn was ich hier einfach auch sehe, ist, das soll hier ein Ende finden. Dann haben wir hier noch etwas. Auf deiner Ebene kann ich erkennen, dass du hier eine Erkenntnis haben wirst. Das ist eine Information, die bereits da ist, aber noch nicht erkannt wurde. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dir hier jemand etwas sagt oder dass du dich vielleicht mit jemandem austauscht und dann eine andere Sicht hörst und dir dann plötzlich etwas klar wird. Etwas, ja, da geht es wieder um diese Thematik, den Wald vor lauter Bäume nicht sehen, bei sich selbst betriebsblind sein, ja, wo es natürlich gut ist, wenn man hier mit einer Vertrauensperson spricht, jemand aus dem Freundeskreis, der Familie vielleicht, also wenn vorhanden, mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin. Hier soll dir etwas klar werden und diese Information ist sehr wertvoll, bringt dich in einer bestimmten zwischenmenschlichen Thematik zu einer Lösung. Ja, und ich bin mir hier auch sicher, dass das hier mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zusammenhängt.
Wir haben hier noch etwas im zwischenmenschlichen Bereich und hier geht es eben um diese Information. Also ich sehe hier, dass du hier, also ich sehe dasselbe hier noch einmal. Du wirst hier irgendetwas Wertvolles erhalten durch eine andere Person oder durch das Gespräch mit einer anderen Person. Also diese Information, die eigentlich schon da ist, aber noch erkannt werden möchte. Was hier auch wichtig ist, das betrifft jetzt nur eine kleine Gruppe, aber dafür ist diese Karte, das ist auch eine Bedeutung dieser Karte und die scheint hier jetzt auch auf. Es kann durchaus sein, dass dich jemand in der Monatsmitte um einen klitzekleinen Gefallen bittet. Ja, also da geht es nicht um irgendeine horrende Geldsumme oder um irgendetwas Hyperanstrengendes, sondern das ist etwas Kleines, das für dich kein großer Aufwand ist. Ja, vielleicht ein paar Minuten maximal, wie beispielsweise du siehst jemanden voll bepackt und es fällt eine Kleinigkeit herunter und du hebst diese Kleinigkeit auf und gibst sie dieser Person. Es kann nämlich sein, also wenn sich diese Karte hier zeigt, dass du hier gerade sehr beschäftigt bist und das Universum eben auch möchte, dass du hierfür sensibilisiert wirst, für diese Situation, dass du diesen Gefallen tust. Ja, es wird für dich keine große Sache sein. Nochmal, das ist ganz wichtig. Das ist irgendetwas winzig Kleines, eine kleine Geste, die für diese Person sehr viel bedeuten wird. Und damit löst du eine Kettenreaktion aus, die dir auch dann wieder zugute kommt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also bitte, wenn du hier in der Monatsmitte, wenn sich hier so etwas ergibt, ich meine auch generell sonst ist das immer etwas Schönes, wenn man jemanden unterstützen kann. Hier, wie gesagt, kann sein, dass du auch in Eile bist. Du wirst hier nichts verlieren dadurch. Also du wirst auch einen Termin nicht verpassen dadurch. Es ist nur wichtig, dass du diesen Gefallen dann machst. Schauen wir jetzt noch ins letzte Monatsdrittel im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen. Und hier können wir sehen, da geht es um dieses Kommunikationsthema. Hier geht es auch um irgendeine vertragliche Angelegenheit für einige oder eben eine Verbindlichkeit, irgendetwas, was man hier vereinbart, eine Vereinbarung, kann auch mündlich sein. Und es ist ganz wichtig, mein lieber Skorpion, dass du dir, wenn das schriftlich ist, dass du das genau durchliest, genau hinhören, genau zuhören. Das wird mit einer Person sein, die dir tendenziell nahe steht. Und natürlich können trotzdem Fehler passieren, ja, oder irgendetwas unklar bleiben. Und es ist wichtig, dass du dir hier die Zeit nimmst und hier nachfragst. Kommunikation spielt hier eine riesengroße Rolle, vor allem wenn hier eine Unterschrift gesetzt werden soll und man dann im Nachhinein draufkommt, naja, so ganz zufrieden bin ich irgendwie nicht, das habe ich im Vorfeld nicht gelesen oder darüber haben wir nicht gesprochen und irgendwo steht es dann und ja, und dann ist es natürlich ein bisschen komplizierter, das dann nachzuklären. Immer wenn diese Karte fällt, ist es wichtig, sich die Vereinbarungen noch einmal wirklich gut anzusehen, ob man wirklich zustimmt, ob das wirklich 100% für einen ist. Weil ich hier einfach auch sehen kann, dass du hier blockiert sein könntest, weil du so viel um die Ohren hast im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Und das ist auch immer sehr, sehr gut, wenn das Universum hier sagt, ja, da ist viel los bei dir, aber pass bitte bei dieser Sache auf. Ja, halte für dich innerlich die Zeit an und konzentriere dich dann auf das hier. Das ist wichtig. Und wir haben hier auch das Wachstum liegen, was deine zwischenmenschlichen Verbindungen betrifft. Ja, hier liegt auch irgendwo die Fülle. Bestimmte Verbindungen können hier in ein Wachstum gehen. Hier kann etwas erblühen. Und das kann hier auch durchaus mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zu tun haben. Ich sehe hier generell eine große
große Erleichterung für dich, ja. Vielleicht geht es ja auch für manche wirklich um diesen neuen Kontakt, der hier ein großes Potenzial hat, diese Verbindung hat ein großes Potenzial, sich gut zu entwickeln, die sich hier für manche zeigt zum Monatsanfang. Mein lieber Skorpion, ein aufregender Monat liegt vor dir laut Tendenz. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.